Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nicht überall auf der Welt ist die Freiheit von Kunst und Kultur eine Selbstverständlichkeit. Autoritäre Systeme fürchten den kritischen Blick vieler Künstlerinnen und Künstler und drangsalieren sie deswegen. Für eine demokratische und offene Gesellschaft ist die Förderung von kultureller Vielfalt daher ganz elementar. Gerade wenn gegenwärtig der konservative Ruf nach einer Leitkultur wieder lauter wird, ist es umso wichtiger, sich dem entgegenzustellen. Autoritäre Ansagen haben in der Kultur nichts zu suchen. Kultur lebt von der Vermischung und dem Miteinander und nicht davon, dass man bestimmten Menschen im Namen einer Leitkultur sie davon ausschließt. Aber ich will hier nicht abstrakt über die Kultur reden, sondern ganz konkret über die Künstlerinnen, Künstler und Kreativen in unserem Land. Sie geben Impulse und Denkanstöße, irritieren und inspirieren, verändern den Blick und bringen Prozesse, die stecken geblieben sind, wieder in Gang. Ohne dass sie es müssen, befeuern sie doch insbesondere Kulturschaffende in unserem Land den demokratischen Diskurs, den wir in unserer Gesellschaft brauchen. Und das, obwohl die Arbeitsbedingungen für Kultur- und Kreativschaffende suboptimal, ja meistens sogar schlecht sind. Mangelnde soziale Absicherung, drohende Altersarmut, oft sehr geringe Einkünfte, manchmal unterhalb des Existenzminimums. Das sind Zustände, die bereiten vielen Kreativen täglich große Zukunftssorgen. Die Bundesregierung hat es versäumt, endlich Lösungsvorschläge zu machen, die wirklich zur Lebenssituation von Künstlerinnen und Kreativen passen. Meine Damen und Herren, dass Sie es bei Ihrer satten Mehrheit zulassen, dass Kultur- und Kreativschaffende in den Sozialversicherungssystemen ganz oft durchs Raster fallen, das lässt den Schluss zu, das scheint Ihnen egal zu sein. Wir Grüne wollen diese Benachteiligung von Künstlerinnen und Kreativen nicht länger hinnehmen. Deshalb legen wir mit unserem Antrag ein Konzept mit Lösungen vor, die wirklich bei den Betroffenen ankommt. Drei zentrale Punkte möchte ich Ihnen nennen. Erstens. Selbstständige Kreative müssen sich freiwillig gegen Arbeitslosigkeit versichern können. Und zwar mit einer Arbeitslosenversicherung, die für alle Selbstständigen unabhängig von ihrem Verdienst zugänglich und bezahlbar ist. Die bislang existierende Sonderregelung für kurzbefristet Beschäftigte läuft bei Kulturleuten oft völlig ins Leere. Diese Regel entspricht eben nicht ihrer Lebensrealität. Und damit halten sie offenkundig ein Konstrukt aufrecht, das die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen faktisch nicht erreicht. Und darum hat meine Fraktion ein sinnvolles Konzept zur Beitrags- und Anwartschaftszeiten in der Arbeitslosenversicherung vorgelegt. 4 Monate einzahlen, 2 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ich sage Ihnen, das würde viele Kultur- und Kreativleute direkt, denen würde es direkt helfen, das würde ihnen was bringen. Und darum ist es sinnvoll. Zweitens, die Krankenversicherung muss für Selbstständige bezahlbar sein. Das heißt, eine Absenkung des Mindestbeitrags zur Krankenversicherung für Selbstständige auf das Niveau der sonst freiwillig Versicherten, auf eine Beitragshöhe von 150 Euro. Auch für die Kultur- und Kreativschaffenden wäre das eine sinnvolle Lösung. Und drittens, viele Künstlerinnen und Künstler sind perspektivisch von Altersarmut betroffen. Ohne Zugangsberechtigung zur Künstlersozialkasse oder zu einem Versorgungswerk fehlen in der Regel die finanziellen Mittel für die Altersvorsorge. Und das kann so nicht sein. Deshalb wollen wir Grüne die Selbstständigen entsprechend ihres individuellen Einkommens mit in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Und ebenso wollen wir eine Garantierente auch für die Kulturschaffenden, die über der Grundsicherung liegt. Meine Damen und Herren, Existenzängste sind keine gute Basis für niemanden. Aber gerade für Menschen, die kreative Prozesse schaffen, sind sie Gift. Der Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt muss deshalb einhergehen mit Entlastung und Unterstützung der Kultur- und Kreativschaffenden. Deshalb setzen wir mit unserem Antrag uns dafür ein, die Vergabe von Fördermitteln durch die BKM konsequent an faire Honorare und sozialverträgliche Rahmenbedingungen zu knüpfen, und zwar bei Festangestellten und Selbstständigen des Kultur- und Kreativbereichs. Der Bund muss bei fairen Löhnen endlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist längst überfällig. Ebenso im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit. Eine Sache ist hier die Verteilung von Geld, eine andere die der Vielfalt der Perspektive in der Kunst. Es ist der Kulturbetrieb ganz selbstverständlich. Weniger Frauen im Verhältnis zu Männern fördert, schmälert eben auch die Chancen der kulturellen Vielfalt.
Bei öffentlich finanzierten Kultureinrichtungen und geförderten Kulturprojekten muss die Gleichstellung von Frauen ein zentraler Punkt sein. Auch hier steht die Bundesregierung in der Verantwortung. Aber die Bundeskulturförderung sollte sich nicht nur an Förderkriterien wie den eben genannten messen lassen. Häufig sind die Förderentscheidungen des BKM schlicht nicht nachvollziehbar. Bei der Garnisonkirche Potsdam, Förderprogramm Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland oder bei dem Freiheits- und Einheitsdenkmal, dem Hin und Her hier, war das nicht so nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, die Förderung von Projekten unter der Formel von nationaler Bedeutung darf nicht weiter vermeintlich staatlicher Willkür ausgesetzt sein. Verbindliche Regeln und klare Kriterien für eine transparente Förderpraxis sind daher dringend notwendig. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, Schluss mit brotloser Kunst, Zeit für soziale Absicherung für Künstlerinnen und Kreative, Zeit für transparente Förderpraxis. Unser Antrag sagt, wie es gehen kann. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Ute Bertram ist jetzt die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön.